Die perfekte Grundmontage zum Angeln auf dem Aal mit dem Blei und für den Futterkorb sind Abstandshalter. Steht immer Boom drauf. Fiederboom, Fiederboom, spezielles Fiederboom. Sind zum Grundangeln aber fantastisch geeignet. Sollte man als Angler in der Tasche haben. Jo, die Schnur wird da durchgeschoben. Natürlich jetzt hier sportlich dick, die habe ich aber extra so gewählt, damit ihr die erkennen könnt. Dann kommt da eine Gummipelle davor. Das gibt Ärger. Mit dem, der hier muss, jetzt immer wieder aufhauen muss. Mache ich aber gleich selber. Gummiperle, theoretisch haben die ein Loch gefunden. Die kommt immer dazwischen, ich weiß, damit nerv ich euch, aber irgendwann kommt der Tag, wo ihr sagen werdet, Mann, gut, die war davor. Und zwar, wenn der große Fisch gebissen hat. So, jetzt haben wir hier Wirbel. Das ist ein Standardwirbel mit Karabinerhaken. Da schiebe ich jetzt mal die Schnur drauf und mache mir diesen Knoten nochmal. Das kann man so geil sehen. Ihr wickelt da rum. Ich zähle gar nicht mit, so vom Gefühl her, merkt euch 10-mal, immer 10-mal rum. Dann passt das so ungefähr. Und dann geht das Ende durch die Schlaufe. Dann richtet man das mal ein bisschen. Feuchtet das kurz an und dann wird er zusammengezogen und so leicht funktioniert der Knoten. Fertig montiert. Blei habe ich ein bisschen größer mal da weggenommen, damit ihr das auch erkennen könnt. Ihr müsst hier nicht mit 200 Gramm Blei mit dem Abstandshalter angeln. Das macht er dann nicht so lange mit. Aber Standardbereich optimal. So, wenn der Fisch beißt, kann er die Schnur durchziehen und es gibt kaum noch einen Tüdel. Ein bisschen Tüdel gehört zum Angeln immer dazu. Aber perfekte Lösung. Jetzt flitze ich los und hole nochmal einen Futterkorb. Wo ist hier Browning? Da haben wir Körbe. Alles abgerödelt. So, Futterkorb. Gibt viele Körbe. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe absichtlich einen schwarzen genommen, weil man ihn auf der schwarzen Tasche jetzt überhaupt nicht sehen kann. Da habe ich nicht nachgedacht. Wenn ihr mit dem Futterkorb angeln wollt, hängt ihr halt den Korb da ein. Und leuchtet auch ein, die Schnur kommt da nicht ran und ihr habt immer eine ordentliche Bissanzeige. Das ist echt ein Hilfsmittel, das ist einfach 1A. Braucht ihr.